willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Asta, dem Toledo, dem Flo, dem Mandy, dem Michael, dem Paul, dem Uwe, einem wunderschönen. Hallo. 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 Ich hätte nicht den LKW nehmen sollen. Danke, Toledo. Welcher hat noch bis die Parkposition? Sparken. Lässt du bitte die Ö-Taste sein, Manni? Mach ja, dich, ich hab mach das dich, eben gehabt. Mach dich. Ja, okay, wenn du es geabt hast, okay, aber mach sie nicht rein, sonst komme ich auch wieder nicht weg von der Stelle. Okay. Ab sofort alle Traktoren und Fahrzeuge bitte immer mit der Feststellbremse abstellen. Okay. Möchtest du die ganzen Nachrichten im Discord beantworten, warum kein Traktor mehr fährt? Ja. Und möchtest du dich darauf einlassen, dass dann jeder, der irgendwie die Möglichkeit auch nur halbwegs besitzt, alle möglichen Einstellungen im VCA vertauscht? Ja, warum also, vertauscht? Okay, lasst uns über das Wichtige sprechen. Ich schulde euch noch eine Antwort. Also, Kapazität der Vektor-Garage, also des Roboters, 300.000 Silage, 175.000 je Heu und Stroh und 175.000 im Mineralfutter. Wie viel? 175.000. Da gehen gleich erstmal eine halbe Mille rein. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir das Geld auch los. Scheiß was auf dem Häcksler. Ja, ich wollte. Hey, wie gesagt, mach voll das Ding und. Oh, jetzt bleibt mein Schneidwerk liegen. Ja, ich muss, der Hof muss, ist zu klein. Also ich muss gucken, Toledo, ne? 175k passt ja natürlich nicht ganz mit dem LKW. Mit dem LKW. Es wird ein bisschen was. Was ist denn hier jetzt los? Dann sind es halt nur 156 oder so. Ja, ich wollte es gesagt haben. Das Schneidwerk ist nicht da, wo es hingehört. Oh Mann. Wie lange hat es eigentlich nicht mehr geradladert? Keine Ahnung. Bitte? Toledo. Ja, ich hab's auch gesehen. Weiß nicht, wie lange Uwe nicht geradladert hat. Ach so. Ewigkeiten auf jeden Fall. Ja, vor allem hast du noch Glück, dass noch ein bisschen was im Fahrsilo drin ist. Bisschen was? Da waren noch 160.000 Liter drin. Ups. Ja, im Verhältnis zu dem, was das vorher war. Ja, gut, im Verhältnis zu dem, was da war, absolut, aber 160.000 Liter. Ist jetzt gerade noch so ein bisschen der Rest, der da drin liegt. Miss Juve, welche Tür haben Sie gerade verladen? Weiß ich nicht, irgendeine Gruppe, aber da sie alle gleich viel wert sind, gleich alt sind gefühlt, scheiß drauf, komm. Warte, nee, scheiß nicht drauf, weil... Die Produktion haben die von so, 70%. Die ja, die ich glaube, die dritte Gruppe von oben habe ich genommen. Die waren bei Null. Ja, die Nuller-Reproduktion darfst du nehmen. Gut. Und danach nimm... Ja, nein, es... Hat so ein bisschen was damit zu tun, dass die Gruppenaufteilung dann... Ja, okay, das habe ich verstanden, deswegen habe ich meine Ansage schon quasi revidiert, so rum. Aber ob jetzt die Reproduktion 0 war oder 50%, ist doch egal, welche wir wohin schieben, weil beide Ställe haben ja dann Kapazität frei. Sorry, das meine ja, ich mit dem ja, da, das ja, ist ja, nein, wir sollten die Gruppen zusammenlassen. Aber wenn wir jetzt eine Gruppe anfangen aufzuteilen, dann haben wir sie doppelt. Bin ich bei dir, tut mir leid, habe ich am Anfang nicht dran gedacht. Hast du absolut recht. Wir sollten... Oh, der Motor lief noch. Wir sollten die Gruppen straight aufteilen. Weil das wären dann nämlich die beiden 60er-Gruppen, die wir dann verteilen müssen. Ja. Das nächste wäre dann eine Reproduktion von 10%. So einmal die Nuller und einmal die 10% Reproduktion. Ja. Dann haben wir die beiden 60er Gruppen weg und dann passt das. So, ich muss jetzt hier ganz kurz noch was machen. Mach mal, was muss denn machen? Ich muss eine Mistplatte setzen. Okay, soll ich einfach schon mal ein bisschen mit dem Anhänger Mineralfutter reinkippen? Wenn du nicht warten möchtest, ja, dann tue das. Das war einfach nur eine Frage, ob du... Das für mich, wie gesagt, wenn du nicht... Aber sonst würde ich mit dem zweiten Anhänger eben rumfahren und würde Mineralfutter bringen. Mach das. Ich brauche noch eine Sekunde, habe ich gerade festgestellt. Möchtest du einen Anhänger Mischration reinfahren, so als Status, bis der Roboter übernimmt?
Das können wir auch braucht, gleich. Ja, komm, oder? Der Roboter läuft das erste Mal in einer Viertelstunde los. Komm. Gib ja, ihm. Gut, komm. Also, dann würde ich gar nicht erst machen. Und der Robi füttert auch mehr, als die Kühe verbrauchen würden. Also keine Sorge. Ah, okay. 80.000 macht er. Naja, unserer ist frisiert. Ach so. Der Standardroboter von Giants würde unseren Kuhstall nicht versorgen können, weil der hochgeschraubt ist von den Kühen. Aber ja, genau. Es ist schon mal sehr praktisch, dass großer Solarstall mit Roboter und Weide im Produktionsinfo-Display erscheint. Ja. Also Silage leer, Nahrung leer und Mineralfutter leer. Ja. Ja, es ist einmal der Roboter und einmal der Kuhstall selbst. Und im perfekten Fall würden wir den Kuhstall nie wieder sehen. Ach so, stimmt, ja, die anderen, ich wollte gerade sagen, die anderen Tierställe sehe ich aber nicht, aber die haben auch kein Problem. Genau, die sind ja voll. Also im perfekten Fall sehen wir irgendwann mal den Roboter, weil der Roboter leer ist. Ja, so Mineralfutter zum Beispiel. Genau. Obwohl ich so mal eine Frage stellen möchte, ob man bei uns wirklich dann mal leer sieht. Wahrscheinlich nicht. Also ich würde jetzt versuchen tatsächlich die Mistplatte so zu setzen, dass sie die BGA speist. Ja, also müssen wir mal probieren, ob das funktioniert. Weiß einer, wie weit die Entschuldigung. Wir haben das getestet hier auf dem Server ja und hatten ja einen coolen einen Misthaufenaufbau bei der BGA sitzen. Ja. Das Problem ist, alles, was du in den BGA-Bunker reinwirfst, füllst du dann automatisch in den Misthaufenaufbau. Die BGA greift aber nicht drauf zu. Das heißt, du siehst es zwar im Produktionsmenü als Speicher der BGA für Mist, aber die BGA läuft dann leer, obwohl der Misthaufen nebendran voll ist, weil sie es da nicht rauszieht. Also macht es gar keinen Sinn, den Naht zu setzen. Eigentlich bestenfalls nein, dass du siehst, dass die BGA auch leer ist, weil sonst hast du wieder 100.000 Liter in der Mistplatte. Die BGA läuft eigentlich leer und niemand sieht es, weil das Produktionsmenü denkt, es sind 100.000 in der BGA. Also bestenfalls hinten am Ballenlager, da ich sag mal am Wendehammer, weit weg. Und dann siehst du wenigstens auch im Info-Hut. Fehlt. Dann habe ich umsonst das hier gemacht. Ja, okay. Ich glaube, ich habe ein Problem. Meint. Hörst du Heuballen? Ich fahr Heuballen. Ja, nimmst du die ja gleich mal von 11 runter? Ich komme sofort. Sorry, wenn mein LKW euch da gerade stört. Ich muss hier noch einen Baum, den ich gerade gepflanzt habe, wegmachen. Gott sei Dank haben wir zu viel Geld. Wo muss denn das Mineralfutter abgeladen werden? Hier vorne, hier, guck mal. Hier, hinter dir, hier. Hier. Hier ist sogar... Da muss... Ah, okay, alles klar. Da so musste das so hin. Schön, dass ich helfen konnte. Hast du hier auch ein Multi-Einkaufssilo hingestellt? Ja. Ehrlich, hab ich gesagt, ja. Okay. Hast mir wieder nicht zugehört, ne? Ja. Mineralfutter ist dann schon aus der Übersicht raus. Gekonnt ignoriert, würde ich sagen. Nee, ich habe ein Multikaufsilo hier hingestellt, damit man nicht endlos von A nach B fahren muss, habe ich gesagt. Aber so endlos ist das ja jetzt nicht zum Hof und... Ja, es ist richtig, es passt schön da in die Ecke. Alles steht hier im Weg. Ich habe noch nicht eine Laterne gebaut, ne? Und wenn du nicht gleich lieb bist, pflaster ich den Weg zu. Mach dann guck doch, da, wo du auf der Karte doch, stehst und mach dir so 25 Laternen um den Traktor drum. Einmal gebaut, eingemauert. Alle mit V platziert, ey, in den Traktor rein, sag ich dir. Alt F4, der Tag gehört mir. Oh, shit. Gab's das nicht mal bei irgendeiner Challenge, Uwe? Dass ihr vor einem fremden Hof einfach mal einen Zaun gesetzt habt oder sowas? Boah, frag mich bitte nicht. Möglich wäre es. Wie bremse ich einen Gegner? Team Uwe, zack. Placeable in fremde Hof einfahrten. Ja, sorry, dauert kurz. Alles gut. Ah, 21.000 Euro kostet das Mineralfutter nur.
Mach nicht so viele Strohballen da rein, ne? Also im besten Fall 100 Stroh, 100 Heu und 150 Silage. Gut, Silageballen haben wir noch nicht. Ja, aber als groben, da passen 350 Ballen rein. Ja, ja. Aber dann wäre es mehr oder minder gut aufgeteilt. Hallo Flo, ich bin's. Ja, ich hab's gemerkt. Eins plötzlich stehen bleiben, das Toledo. Ja, wenn ich hier abladen muss? Da hab ich nicht dran gedacht im ersten Moment. Ich find es schön, dass wir gerade so viel hier auf der neuen Fläche an Manpower haben tatsächlich. Ne? Der Micha dreht ganz entspannt seine Runden und denkt sich, boah, Junge. Verpisst euch alle. Gott sei Dank sitz ich hier in der Traumtechnik. Das sieht auch natürlich sehr eindrucksvoll aus. Ja. Ich komme 900er hinterher und denke mir so, ja, schnuckelig, ja. Und dann siehst du hier Manni mit dem 900er Axion und einer 15 Meter Seemaschine. Der Micha dran vorbeifährt, sieht es auch so aus. So, oh, guck mal. Ach, wie war das? Der Fendt hat eine neue, der Zerion hat eine neue Motorhaube? Ja, ja. Der 900er X hat ein neues Frontgewicht. Ist das der 900er Fendt, oder? Ja, ja, das war auch. Oder hier, ach, die Leiter, genau, ich hab eine neue Leiter mit. War doch auch mit dem Cerion, ja, und dem, ja, kleinen Fett. Der Cerion ist dezent größer als unser Weinschlepper, das stimmt. Wäre es möglich, die Einfahrt hier noch ein bisschen zu vergrößern? Welche Einfahrt? Für den Hof? Jetzt, ja, nee, für Feld 10. Meine ich ja, sorry, das meinte ich mir. Ich eier nämlich jedes Mal durch den Graben durch mit dem kleinen Anhänger hier. Ehrlich gesagt nicht, weil. Warte, ich kann es dir. Weil ein Rohr drin liegt. Kann's dir zeigen, genau. Ich kann die Rohre nicht. Gut, dann fahre ich weiter über die BGA. Ja, guck mal jetzt. Ich hab's dir angepasst, aber ich kann die Rohre nicht zuschippen. Also, alles du hast gut. Da immer noch ein riesen Loch drin. Warte, warte, was ich machen kann, das wird dir reichen. Moment. Ich mach das nur für dich. Nur für dich. Gibt's hier so einen Schlammi-Schlammi-Ding? Ach so, ich dachte, jetzt gibt's links und rechts so eine Laterne, dass du nicht von der Brücke fällst. Dass du dich anstrengst, da richtig drauf zu fahren. Nur für dich, Uwe, gibt's hier ein bisschen Laterne, damit du dich richtig anstrengst. Ich habe jetzt 150, also etwas mehr als 150.000 Mineralfutter reingekippt. Ich glaube, das sollte reichen, ne? Fällt auch gefühlt ewig, das ist ja auch nahezu kein Verbrauch. Shit. Eine Rampe gebaut? Nein, ich habe gerade das Falsche benutzt. ich wollte glätten, Entschuldigung, das war mein Fehler, ich habe das falsche Menü geklickt. Ich dachte, du hättest jetzt eine Rampe für mich gebaut, damit ich geht hier das, über geht die... Geht das? Oder muss ich weiter glätten? Ich bin auch schon drüber, weiß ich nicht. Ja, Toledo war mal hinter dir. Ja. Oh. Warte. Achtung, ich, LKW steht in Hofeinfahrt, kein Fahrer drin. Bin gerade mal ausgestiegen. Flo? Achso, du hast eine Baustelle draus gemacht. Ja, ich habe so einen Matschweg draus gemacht. Na ja, gut, wenn du natürlich irgendwie krumm schief fährst, drauf fährst, dann. Ich find's legitim. Ja, sieht einigermaßen gut aus. Okay. Dann ist das jetzt der selbstgemachte Matschweg. Da ist ein Loch im Boden. Oh, wer macht hier was? Ja, das Loch im Boden, Micha, kommt halt durch. Da kann ich kein Terraforming machen, wo die Rohre liegen. Das ist gesperrt. Not possible. Stell da doch so Beton-Dinger hin. Sicher? Ja, so nach dem Motto, Baustelle hier gesperrt, hier darf keiner herfahren. Und dann stellst du hier auf diesen Teil der Strecke einfach so Betondinger und der Matschweg ist die Behelfseinfahrt. Ja, stell da ein paar Laternen hin, damit wir sehen, wo wir lernen müssen. Nein, Toledo. Ja. Dann kommt der ja nicht mehr zur Arbeit, dann hängt er ja nur an den Laternen. Kannst du mich ja einbauen, bitte? Ja. Du platzierst sie aber alle gerade in die Luft und in den Boden rein, ne? Ich mach's aber nicht mit V. Das ist das, was Giantstar macht. Naja,
Wahrscheinlich, weil er sie nicht anfasst. Nein. Oh. Du hast viel zu früh eingelenkt, Uwe. Mach es wieder weg. Oh, Junge. Nee, du musst die Kurven einfach ein bisschen ausladender fahren. Nein, ich habe Schwung. Ich brauche Schwung. Ich muss hier, sonst komme ich ja nicht so hier ran. Hast das so oder soll ich da noch einen hinsetzen? Außerdem sind ja immer Bäume im Weg, die mir meine Sicht beeinträchtigen. Und Schwung hilft gegen Bäume? Ja. Im LS? Ja. Ich würde halt hier oben, wo ich jetzt stehe, hier ungefähr noch. Ich mach die Nummer alle weg, die gefielen mir ehrlich gesagt so nicht. Vielleicht setze ich wirklich einfach ein paar Lampen hin. Ja, also genau. Damit ich mich noch mehr aufregen kann. Mach doch. Ja, kannst du mal den Traktor da wegfahren? Uwe, nicht zu viel, sonst hat er irgendwann einen Herzinfarkt. Genau, ich bin schon einen Tag älter. Noch nicht so alt wie Manni, aber schon einen Tag älter. Dafür siehst du älter aus. Ja. Jetzt weiß ich, warum du Schwung brauchst. Ich stehe auch noch mitten in der Hofeinfahrt. Ich fahr mal weg. Oh, ich glaube, das passt so. Warte. Lass mich los. Dich. Nee, da ist eine Hecke, ne? Hecke, lass mich los. Ab durch die Hecke. Aber eigentlich müsste ich jetzt wirklich noch eine Laterne setzen, damit man sehen könnte, dass da jetzt die neue... Setz zwei, eine rechts, eine links, damit ich gleich wieder was zum Fluchen habe. Natürlich, für die Symmetrie würde ich alleine ja schon zwei setzen. Und das noch ist... eine in der Mitte, damit die Einfahrt noch ein bisschen enger wird. Ja. Das diskutieren wir lieber in der nächsten Folge. Liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wie ihr merkt, müssen wir noch ein bisschen an der neuen Fläche... an der Einfahrt zum neuen Kuhstall feinjustieren. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne das Däumchen nach oben da. Danke fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.